In ihrem Aufräumklassiker Magic Cleaning, in dem uns Marie Kondo zeigt, wie man durch das richtige Aufräumen sein Leben verändern kann, zitiert sie folgendes japanisches Sprichwort: Die Unordnung im Zimmer entspricht der Unordnung im Herzen. Aber dieses Sprichwort gilt nur für zu Hause, oder? Oder kann man das auch auf das Klassenzimmer übertragen? Und wenn ja, was sagt unser Klassenzimmer eigentlich über uns aus als Lehrer, also über unseren mentalen Zustand, wenn man so mag? Hallo zusammen, ich bin Mrs. Skittles, das ist sozusagen mein Pseudonym. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als eine Grundschullehrerin aus Nürnberg, die sich gedacht hat, wenn ich schon so viel Zeit in meinem Beruf stecke und damit verbringe, könnte ich vielleicht auch etwas Spaßiges daraus machen und meinen eigenen Vlog starten. In meinem letzten Video habe ich ja angekündigt, dass ich im Rahmen einer sogenannten großen Classroom Spring Cleaning Session mein Klassenzimmer mal so richtig auf Vordermann bringen möchte, in jedes Eck hineinschauen möchte, in jedes Fach hineinblicken möchte und alles mal so richtig ausmisten möchte, um meinem großen Traum eines Pinterest-würdigen Klassenzimmers ein bisschen näher zu kommen. Tja. Little did I know. Ich dachte ja, dass ich am Ende dieser Session wie eine strahlende Heldin aus dem Haufen von Krempel, den ich so angehäuft habe, steigen würde. Aber dann kam die Realität und die sah ganz anders aus. Aus einem Tag wurden mehrere Tage und plötzlich waren meine Osterferien rum und ich habe einen meiner größten Tiefpunkte erlebt. Mehr dazu später. Wenn ihr jetzt glaubt, dass am Ende dieses Videos ein perfekt ausgemistetes Klassenzimmer entstanden ist, dann muss ich mich und euch enttäuschen. Denn wenn ich eine Sache in den Osterferien über mich selbst erfahren habe, dann, dass ich mich zeitlich total überschätze. Wenn ich sage, dass ich fürs Planen eine Stunde benötige, dann benötige ich wahrscheinlich 4 bis 5 Stunden. Und wenn ich sage, dass ich einen Ausmisttag habe, dann werden daraus schnell 5 bis 7 Ausmisttage. Also, das werdet ihr in diesem Video nicht erfahren. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, denn Marie Kondo selbst sagt, dass das Ausmisten richtig viel Zeit in Anspruch nehmen kann, wer es richtig macht. Und dass man beim Ausmisten selbst oft feststellen wird, dass es gar nicht so sehr um das Aufräumen an und für sich geht, sondern um etwas weit Tieferes und dass dieser Prozess durchaus schmerzhaft sein kann. Aber sprechen wir doch mal kurz über das Vorhaben selbst. Das ist mein Klassenzimmer. Normalerweise mein Arbeitsplatz bis auf, naja, ihr wisst schon. Es ist nicht das vollgestopfteste, das ich je gesehen habe, aber eben auch nicht so aufgeräumt, wie ich es gern hätte. Häufig finde ich gerade eben nicht das, wonach ich eigentlich suche. Der Unterrichtsalltag ist oft hektisch und stressig, Kinder brauchen deine Hilfe, finden etwas nicht, haben was nicht verstanden, weinen, streiten sich. Kurz, sie sind halt Menschen, kleine Menschen. Selten überprüfen sie, ob sie die Spiele, die sie gerade benutzt haben, richtig aufgeräumt haben oder das Buch, das sie aus dem Regal gezogen haben, wieder an die richtige Stelle zurückgeräumt haben. Arbeitsblätter landen oft nicht in die für sie vorgesehenen Fächer, sondern auf den für mich heiligen Ort, meinen Schreibtisch. Und dann kommen noch die großen Menschen dazu, also Eltern, Kollegen, Schulpersonal. Mein Klassenzimmer fühlt sich manchmal an wie... Oder bleiben wir bei Nürnberg? Auch hier treffen sich viele Wege. Dort, wo viel im Umlauf ist, wo viel Bewegung ist, wird es schnell unordentlich. Und diese ganze Bewegung, diese vielen kleinen Extraaufgaben führen dazu, dass ich oft Sachen gedankenlos irgendwo hinlege. Oder dass ich mir nach einer Sequenz nicht die Zeit nehme und mein Material nochmal sichte und überlege, was war gut, was war schlecht, nochmal reflektiere, war das Unterrichtsmaterial sinnvoll, musste ich das wirklich laminieren, sondern stattdessen einfach alles in eine Kiste stopfe oder einen Korb oder irgendeinen Karton, es lieblos beschrifte und einfach zurück ins Regal lege. Rolle runter und weiter geht's, die nächste Sequenz wartet schon. Nun mach das Ganze 2, 3 Jahre lang, dann hast du es nicht nur geschafft, als junge Lehrerin einen Haufen an Krempel angehäuft zu haben, sondern diesen Haufen auch noch vollkommen unstrukturiert und unübersichtlich in deinen Regalen verteilt zu haben. Kennt ihr den Spruch, Ordnung braucht nur der Dumme, das wahre Genie beherrscht das Chaos? Danke, Albert. Vollgestopfte Regale, überquellende Fächer, Unordnung, Krempel, das alles saugt meine Energie aus und deswegen habe ich beschlossen, das zu ändern und das Projekt Ausmisten endlich mal zu starten. Marie Kondo sagt, sobald man anfängt, kommt Bewegung ins Leben. Jedes aufgeräumte Zimmer ist wie ein Neustart. Doch während ich Tag um Tag ausmiste, einen Gegenstand nach dem anderen in die Hand nehme, prüfe und immer wieder frage, machst du mich glücklich? Keinen sichtbaren Fortschritt wahrnehme und ermüde, fange ich an zu zweifeln, ob es diesen Neustart für mich geben kann. Ich bin sauer auf mein inkompetentes Vergangenheits-Ich, das seine Sachen nicht gleich gesichtet, aussortiert und geordnet hat. Überall, wohin ich schaue, erinnert mich etwas daran, dass ich etwas nicht geschafft habe oder dass ich in ein Projekt umsonst viel Energie hineingesteckt habe. Und dass ich etwas schon immer mal ausprobieren wollte, aber sich nie die Zeit dafür gefunden hat und vermutlich in nächster Zeit auch nicht finden wird. Es frustriert mich zu sehen, wie achtlos Kinder mit meinem Material umgehen, seien es meine Spiele, meine Möbel
oder meine Unterrichtsmaterialien. Doch was mir den absoluten Schlag versetzt, mich an einen absoluten Tiefpunkt führt, ist ein kleiner, unscheinbarer, achtloser Gedanke, bei dem ich mich ertappe, als ich die vielen unfertigen Projekte von mir anschaue. Kurz nach den Osterfeiertagen, nachdem eine Woche Ferien vorbei sind und ich mein unvollkommenes Klassenzimmer, meine unstrukturierte Mathe-Ecke, meine Buchstabentheke, meine Klassenbücherei, meinen Filmkoffer betrachte, erwische ich mich dabei, wie ich überlege, wann die nächsten Ferien sind, um diese Projekte anzugehen. Und dieser Gedanke lässt mich an meinen absoluten Tiefpunkt ankommen und ich denke mir, sieh dich an. Hier sitzt du nun in den Osterferien in deinem Klassenzimmer, blickst auf einen Berg voll Arbeit, der mindestens noch eine Woche in Anspruch nehmen würde, spürst die Stapel von zu korrigierenden Heften und Lernzielkontrollen im Rücken, weißt, dass die zweite Woche Osterferien begonnen hat und du langsam die nächsten Unterrichtssequenzen planen und die Wochenpläne schreiben musst und überlegst allen Ernstes, wann die nächsten Ferien sind, die du opfern kannst, um endlich Zeit für solche didaktisch wertvollen Projekte zu haben. An diesem Punkt war ich kurz davor aufzugeben, weil es mich so überwältigt hat. Mir ist klar geworden, dass wenn ich jetzt nur aufräume, sich an diesem Zustand nichts verändern wird. Wenn ich jetzt die unangenehmen Fragen nicht stelle oder wenn ich jetzt schon wieder die Entscheidungen vor mir herschiebe und nicht treffe, dann wird sich an meiner Umgebung nichts Grundlegendes verändern. Und ich werde mich in einem Jahr wieder an derselben Stelle befinden. Marie Kondo sagt, Aufräumen ist nur eine Methode, kein Selbstzweck. Der wahre Sinn liegt darin, darüber zu entscheiden, wie man nach dem Aufräumen sein Leben führen möchte. Während ich also meinen Berg an Aufgaben betrachte, wird mir plötzlich bewusst, dass es hier nicht wirklich um das Aufräumen im Sinne von Ordnung herstellen geht, sondern dass ich mich eigentlich nach etwas anderem sehne. Nach Zeit. Zeit, in Ruhe anzukommen in der Früh, mich an meinen aufgeräumten Schreibtisch zu setzen und erstmal in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken. Zeit, den Kindern beizubringen, wie sie meine Bücher und Spiele benutzen können und wie sie mir dabei helfen können, das alles in Ordnung zu halten. Zeit, kreative Ideen umzusetzen, mir eigene Unterrichtssequenzen auszudenken. Zeit für mehr Kunst und Kreativität. Zeit, mit meinen Kollegen gemeinsam didaktische Projekte zu erarbeiten, wie zum Beispiel eine Buchstabentheke für die Erstklässler. Zeit, eine eigene Film-AG mit Kindern in der Schule aufzubauen. Zeit, meine Mathe-Ecke zu gestalten, sodass sie für verschiedene Lernstände ansprechend ist. Aber vor allem sehne ich mich nach Zeit für mich. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe es, Lehrerin zu sein. Der Beruf erlaubt es einem, dass man was Sinnvolles leistet, dass man dabei kreativ sein kann, dass man mit Menschen zusammenarbeitet. Man hat eine relativ sichere Arbeitsstelle und man ist auch relativ frei darin, wie man die Arbeitszeit, die man nach der Unterrichtszeit noch hat, so für sich gestaltet. Aber man darf nicht vergessen, wie wenig Zeit und wie wenig Ressourcen einem zur Verfügung stehen, um Dinge umzusetzen, die man sich so vornimmt. Die Zeit zieht so schnell an einem vorbei und ständig verändert sich etwas. In dem einen Jahr bist du noch eine Drittklasslehrerin mit Aussicht darauf, nächstes Jahr in einer vierten Klasse mit der Lieblingskollegin zusammenzuarbeiten. Prompt bist du an einer anderen Schule und plötzlich Erstklasslehrerin. Dann Zweitklasslehrerin und danach wahrscheinlich mobile Reserve und an einer anderen Schule. Das eine Jahr arbeitest du mit diesem Lehrwerk, kaum hast du dich an dieses gewöhnt, musst du mit einem anderen arbeiten. Die eine Schule hat zwei eigene Materialräume mit allen möglichen Unterrichtsmaterialien, die andere hat einen Dachboden mit anderem Unterrichtsmaterial. Die eine Schule war technisch im Mittelalter und du hast dir mühselig über eBay-Kleinanzeigen einen kleinen Koffer mit Digitalkameras zugelegt und dann bist du an der anderen Schule und naja, cool. Kollegen kommen und gehen, Chefinnen wechseln. Ich hatte bisher in meinen 4 Jahren 4 verschiedene Schulleitungen. Konzepte ändern sich, E-Mail-Adressen vermehren sich. In dem einen Monat denkst du noch, ein Tag Schulausfall wegen einem Sturm ist etwas Ungewöhnliches. Ein Jahr später denkst du dir, ein Pausenhof voller Kinder ist etwas Ungewöhnliches. Was ich sagen will, es ist richtig schwierig, sich einzurichten, anzukommen, eine Routine aufzubauen, Ressourcen zu entwickeln, sprich Zeit für die wirklich wichtigen Dinge aufzubringen. Stellt sich die Frage, was tun? Aufgeben? Beruf wechseln? Ich bleibe ja nicht lange im Tal der negativen Gedanken, aber diese negativen Gedanken und Gefühle haben mir klargemacht, dass ich nicht länger bereit bin, mein Wohlergehen, meine Gesundheit, meine Zeit dafür zu opfern, dass ich irgendwelchen pädagogischen Ideen oder Idealen hinterherrenne. Wir arbeiten nicht in der freien Industrie, das spürt man und es hat mit Sicherheit auch seine Vorteile, aber unser Arbeitgeber fragt nicht, wie es uns im Homeoffice geht oder bietet uns Betriebssport an, damit wir unsere Gesundheit schützen oder versucht uns Angebote zu machen, wie wir Burnout vermeiden. Höchstens in Form eines Fortbildungsangebots, das wir dann halt am Nachmittag machen dürfen, um unsere Pflichtanzahl an Fortbildungen im Jahr zu bewältigen. Das heißt einfach nur Folgendes, unsere Gesundheit liegt in unserer Verantwortung. Außer dir selbst wird sich keiner darum kümmern, es wird keiner
keiner kommen und sich erkundigen, ob du genug Schlaf bekommen hast, ob du genug getrunken hast, ob du Zeit zum Essen hattest oder zum Pause machen oder zum Atmen hattest und ob du Sport gemacht hast. Um all diese Dinge musst du dich selber kümmern und musst Zeit dafür finden. Und wenn du da nicht aufpasst, dann kann es schnell passieren, dass du in dem ganzen Haufen an Arbeiten, die sich so sprichwörtlich in deinem Klassenzimmer angesammelt haben, dass du darin erstickst und den Überblick darüber verlierst, was eigentlich wichtig ist. Kommen wir nun zum spaßigen Teil des Ausmistens, nämlich zu der Vorstellung des idealen Lebens. Man soll sich nämlich klar darüber werden, wie das ideale Leben für einen aussehen kann und übertragen auf uns Lehrer, wie unser Lehrerleben im Idealfall aussehen würde. Mein ideales Lehrerleben stelle ich mir wie folgt vor. Ich komme in der Früh an und werde nicht von diesem Gong gestört. Ich komme in der Früh an und habe erstmal Zeit, einen Tee zu trinken. Mein Schreibtisch ist frei, das heißt, es ist nichts liegen geblieben vom Vortag. Die Tafel ist geputzt, es liegen keine Essensboxen herum oder irgendwelche anderen Boxen, Werbeprospekte oder dergleichen. Kinder wissen, wo sie ihre Hausaufgaben abgeben sollen, wo sie sich Fleißblätter abholen können. Ich korrigiere nicht so viel. Zu den Feiertagen habe ich wenig Deko. Ich laminiere nicht so viel. Ich muss nicht so viel aufbewahren. Ich weiß für jedes Blatt, für jedes Arbeitsblatt, für jeden Wochenplan, für jede Probe, in dem Moment, wo ich sie in der Hand halte, wo sie hingehören und wo ich sie als nächstes hinlegen werde. Ich will nicht mehr alleine und ohne Unterstützung große Projekte aufziehen. Ich bin nicht mehr bereit dazu. Ich will auch nicht so viele Ämter bekleiden. Ich möchte nicht so viel verschwenden. Ich möchte nicht so viel Gepäck haben, wenn ich mobile Reserve bin. Ich möchte keine Geschenke bekommen. Ich will kein lästiges Belohnungssystem mehr haben. Ich will keine Stempel oder Sticker verteilen müssen für jede zusätzliche Arbeit. Wenn ein Kind etwas Tolles macht, dann möchte ich lieber seine Arbeit ausstellen oder vorstellen lassen oder in irgendeiner Art und Weise wertschätzen, anstatt sie abzustempeln. Ich möchte nachhaltiger arbeiten, das heißt, ich möchte weniger Arbeitsblätter drucken, mehr mit dem Buch im Unterricht arbeiten, den Kindern beibringen, anständige Hefte zu führen und grundsätzlich auch weniger laminieren müssen. Ich wünsche mir einen durchgängig aufeinander abgestimmten Jahresplan für Englisch in der 3. Klasse und für Englisch in der 4. Klasse, wo sich nichts verändert, sondern wo ich einfach mal einen Plan folgen kann und nicht jedes Jahr was neu umstellen muss. Ich möchte nichts mehr abwaschen oder aussortieren müssen, was Kinder verschmutzt oder durcheinander gebracht haben. Ich frage mich, ob das alles vollzählig ist. Da ist Geld mit dabei. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Aber wegschmeißen, ich weiß nicht. Das sind solche Sachen, die muss ich jedes Jahr am Jahr machen. Das ist auch mit diesen Streichholzschachteln der Fall. Da gibt es so Plusaufgaben. Und das ist ultra mühselig, wenn die Kinder das ausschneiden. Allerdings, wenn sie damit arbeiten, kommt es immer durcheinander. Also was mache ich damit? Weg oder nicht weg? Da ist ja nicht mal das Ergebnis drauf. I don't know. Does it spark joy? Empfinde ich Freude dabei? Nein, weil ich mir die ganze Zeit denke, ist das vollzählig? Ich könnte diese Liste jetzt endlos ausführen und detaillierter werden, aber eigentlich habe ich für mich festgestellt, dass sich alles um 4 Kernthemen dreht, nämlich, dass ich mir wünsche, weniger Stress zu haben, dass ich mir wünsche, nachhaltiger arbeiten zu können und nicht ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich sinnlos etwas laminiert habe, sondern zu wissen, ich kann mit dem Buch arbeiten und das ist vollkommen in Ordnung. Ich wünsche mir ganz dringend mehr Gesundheit, also dass ich auf meine Gesundheit achten darf in meinem Berufsalltag, dass ich Zeit habe zu trinken, Trinkpausen zu machen, dass ich auch mal eine Essenspause machen darf und dass ich auch zu anständigen Zeiten ins Bett darf. Und ich wünsche mir mehr Routine. Ich brauche endlich ein bisschen mehr Routine in meinem Lehreralltag. Ich kann das jetzt noch verkraften, dass sich jedes Jahr etwas neu ändert, aber ich brauche endlich verlässliche Strukturen, wo ich einfach mal das wiederholen kann, was ich letztes Jahr gemacht habe und nicht immer wieder das Rad neu erfinden muss. Aber das sind auch so Dinge, die muss ich selbst in die Hand nehmen und vieles habe ich auch bisher falsch gemacht. Das sind jetzt keine bahnbrechend neuen Erkenntnisse, aber jetzt, wo mir das klar geworden ist, wo ich das nochmal für mich klar ausgesprochen habe, weiß ich, was zu tun ist. Laminierte Sachen kommen weg. Die Seminararbeit, die mir nicht mehr als eine tolle Note eingebracht hat, weg damit. Film- und Fotoequipment, das wegen iPads an der Schule bedeutungslos geworden ist, weg. Englisch? Naja, hier muss ich noch einmal durch. Arbeitsblätter einscannen, falls ich unsicher bin. Laminierte Bildkarten behalten, den Rest weg. Material für die Film-AG, die du vermutlich noch lange nicht haben kannst, kannst du erstmal
wegstellen. Und solange ich Umweltbeauftragte, Keimbeauftragte, Ansprechpartnerin für Hochbegabung, Office-Administratorin und Systembeauftragte an meiner Schule bin, will ich vielleicht auch keine AG mehr haben. Der Traum von der Film-AG also passé. Ich habe also beschlossen, mich endlich von allen Ambitionen, die ich so hatte, zu befreien und zu verabschieden. In Zeiten von Corona ist sowieso vieles egal geworden und ich besinne mich aufs Einfache, meine Schüler und auf mich. Wenn wir nicht viel schaffen, ist das okay. Manchmal ist es schöner, in die Tiefe zu gehen, als in die Breite. Und manchmal muss man als Lehrerin auch zurücktreten und sich davon überraschen lassen, was Schüler so in den Unterricht mitbringen. Im Referendariat kriegen wir so eingetrichtert, dass man über jeden Aspekt im Klassenzimmer Kontrolle haben muss, jede Schwierigkeit vorausahnen muss und für jedes mögliche Problem schon im Voraus eine Lösung parat haben muss. Für eure Lehrprobe ist das auch definitiv ratsam, aber im Alltag... Man kriegt den Eindruck, dass alles irgendwie originell sein muss, weil man wird ja mit anderen verglichen. Aber tatsächlich reicht es, wenn ihr das Lehrmaterial, was es schon gibt, die Lehrerhandreichungen, die Bücher, anständig durchschaut und überlegt, wie man davon ausgehend eine tolle Stunde aufbauen kann. Könnte ich meinem Studenten ich einen Rat geben und nochmal in die Vergangenheit zurückreißen, dann wären es die folgenden: Behalte nichts. Die Stundenentwürfe, die du in deinen Praktika geplant hast, wirst du nie wieder halten. Es tut mir leid, es dir sagen zu müssen, aber sie sind Mist. Und ich weiß, das hört man nicht gern, denn man hat so viel Zeit und Mühe dafür aufgewendet, so einen Unterrichtsentwurf zu schreiben. Aber es ist doch auch klar, man ist ja auch ein Anfänger und man weiß ja auch noch nicht, wie Unterricht so funktioniert. Das sind ja alles Erfahrungen, die man noch haben wird. Und wenn ich darüber nachdenke, habe ich nicht einmal mehr die Unterrichtsstunden, die ich in meinem Referendariat geplant habe, um andere zu beeindrucken, jemals wieder so gehalten. Weil man einfach jedes Jahr dazulernt und vielleicht ist es dann auch als Berufsanfänger okay, dass man erstmal noch nicht die großen Projekte hat, dass man erstmal versucht, irgendwo anzukommen und seinen Platz zu finden, bevor man sich selber so fertig macht, weil man nicht all die tollen Konzepte umsetzt, die es da draußen so gibt. Und die laminierten Fächer, die du in deinem Referendariat vorbereitet hast, damit du mit den ganzen anderen coolen Teachers dieser Welt mithalten kannst, die hast du halt tatsächlich auch nur gemacht, um andere zu beeindrucken. Das sind die Sportwegen unter den Lehrerautos. Die haben wir nur hergestellt, um die zu beeindrucken, die uns bewerten, nicht unsere Schüler. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Schüler interessieren laminierte Fächer herzlich wenig. Kommen nicht mehr zum Einsatz. Manche Dinge macht man, um andere zu beeindrucken, und dann stellt man fest, dass man sie für sein richtiges Leben gar nicht braucht. Und ich wünsche mir als Viertes, weiß ich gar nicht.